Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich auch. Nein, seid ihr nicht. Was? Hä? Wieso? Weil ihr drei absolut unverzichtbare Dinge vergessen habt. Hä? Hä? Was? Was sind für Dinge? Erstens, den magischen Schutzkreis, ohne den man nie eine Reise in eine parallele Geisterrealität unternehmen sollte. Scheiße, mir ist gerade eine Wärmflasche runtergerutscht. Ach, das Pentagramm. Und zweitens, etwas, um den Schutzkreis zu zeichnen. Habe ich sie denn? Ha! Kreide! Die magische Kreide. Ich hatte sie nicht vergessen. Ihr werdet auch im Eisschloss einen Schutzkreis benötigen. Und wie willst du mit der Kreide auf dem Eis zeichnen? Hm? Ich, Wir brauchen also noch etwas anderes. Dann nehmen wir eben das hier. Eine Spraydose? Wo hast du die denn schon wieder her? Ich weiß allerdings nicht, wie viel noch drin ist. Wir nehmen die Dose auf jeden Fall mit. Klar. Mhm. Aber du hast eben gesagt, wir haben noch was vergessen. Ich weiß. Ich bin hier nicht derjenige, der vergesslich ist. Naja, jetzt sag schon. Was? Das Wichtigste am ganzen Unternehmen überhaupt. Erasmus. Mich. Ach, komm her. Zufrieden? Ja. So, jetzt kann's losgehen. Johnny, Russell und Millie stellten sich in der Mitte des Zimmers auf. Und nachdem Russell mit der magischen Kreide ein Pentagramm und einen Kreis darum gezeichnet hatte, starrten alle drei wie gebannt auf die Bürste in Millies Hand. Okay, Millie, wir sind soweit. Okay. Millie ließ die Bürste durch ihr Haar gleiten. Einmal und nochmal. Sollte jetzt nicht irgendwas passieren? Eigentlich schon. Vielleicht ist dein Haar irgendwie abgenutzt. Hä? Natürlich nur im magischen Sinne. Durch den ersten Kontakt mit der Bürste. Oh. Gib mal her, Millie. Von mir aus. Mal sehen. Komisch. Anscheinend sind Russells Haare auch abgenutzt. Hä, aber... Oder zu fettig. Das kann überhaupt nicht sein. Ich habe heute Morgen geduscht. Und was machen wir jetzt? Tja, ich würde mich ja gern zur Verfügung stellen. Aber wie ihr wisst, ist mein Haupthaar bei dem Brand im Nordturm seinerzeit leider auf tragische Weise. Okay, Russell. Gib schon her. Hier. Okay, Johnny. Versuch es. Du bist unsere letzte Hoffnung. Gut. Johnny strich sich durchs Haar und plötzlich begann sich der Raum um uns zu drehen. Der Strudel war so heftig, dass Russell fast aus dem Kreis gestolpert wäre und Johnny vor Schreck die Bürste verloren. Und als der Brummkreisel Johnny, Millie und Russell ausspuckte, kullerten alle drei wie Kegel über einen eiskalten, rutschigen Boden. Und das in meinem Alter. Guckt mal, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind im Eispalast. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger.